Wir müssen jetzt kurz unterbrechen und gehen live in die Hofburg, denn der Bundespräsident meldet sich gleich live zu Wort. Ich übergebe an Fritz Tittelbacher. Ja, wir gehen davon aus, dass sich der Bundespräsident gleich live meldet. Aber heikle Situationen erfordern eben auch genaue Formulierungen. Und genau an dieser Formulierung der Rede wird noch gearbeitet. Aber jetzt höre ich eine Tür hinter mir. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, sei es hier im Saal. Guten Abend an alle Journalistinnen und Journalisten. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu Hause vor den Bildschirmen. Die österreichische Politik ist in einer außergewöhnlichen Situation und deshalb möchte ich mich direkt an Sie, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wenden und Ihnen berichten, wo wir heute Abend stehen. Also der Reihe nach. Eine Mehrheit der Abgeordneten zum Nationalrat hat heute der Bundesregierung das Misstrauen ausgesprochen. Der Herr Nationalratspräsident hat mich anschließend davon offiziell in Kenntnis gesetzt. Ich habe alle Unterlagen überprüft und bin zum Ergebnis gelangt, dass dieser Beschluss des Nationalrats alle von unserer Bundesverfassung geforderten Voraussetzungen erfüllt. Also, eine Mehrheit der gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertreter, eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament haben der Bundesregierung heute ihr Vertrauen entzogen. Daher werde ich morgen am späteren Vormittag, 11.30 Uhr ist geplant, entsprechend meinen Verpflichtungen nach Artikel 74 Absatz 1 des Bundesverfassungsgesetzes diese Bundesregierung des Amtes entheben. Das ist zwar kein alltäglicher, aber doch im Grunde genommen ein ganz normaler demokratischer Vorgang. Unsere Bundesverfassung hat dafür klar und unmissverständlich einzuhaltende Schritte vorgesehen. Meine Aufgabe ist es jetzt, so wie schon in der Vorwoche, für die korrekte Einhaltung und Abfolge dieser Schritte zu sorgen. Das ist in diesem Fall besonders wichtig, weil auch in dieser politisch unübersichtlichen Situation unser Staat, die Republik Österreich, immer funktionieren muss. Insbesondere müssen immer alle Ministerien zu jeder Zeit, zu jeder Minute mit einem Minister bzw. einer Ministerin besetzt sein, um die volle Handlungsfähigkeit und die ordnungsgemäße Verwaltung der Republik sicherzustellen. Warum ist das so wichtig? Ein, zwei Beispiele. Es könnte sein, dass ein Wirtschaftsminister eines anderen Landes dringend benötigte Informationen von unserem Wirtschaftsminister erbittet und es hebt niemand das Telefon ab. Das geht nicht. Ja? Oder eine wichtige Überweisung ist vom Finanzministerium zu genehmigen und das Finanzministerium ist nicht besetzt, das heißt, es gibt keinen Finanzminister. Oder Richter können zum Beispiel ohne einen Justizminister nicht ernannt werden. Das ist einfach nicht sinnvoll. Und deswegen sieht unsere Verfassung vor, dass immer alle Regierungsämter besetzt sein müssen. Auch in einer Übergangszeit bis zur nächsten Nationalratswahl. Meine Damen und Herren, die Bestellung einer neuen Bundesregierung, und sei es nur für eine Übergangszeit, ist aber keine Angelegenheit, die man leichtfertig und überhastet angehen darf. Die Verfassung sieht für solche Fälle unter anderem die Möglichkeit vor, dass der Bundespräsident bis zur Ernennung einer neuen Bundesregierung die aus dem Amt scheidenden Bundesminister mit der Fortführung der Verwaltung ihrer Ressorts betraut. Und um Zeit für die notwendigen Gespräche zu gewinnen, werde ich daher von dieser Möglichkeit, die in unserer Verfassung vorgesehen ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch machen und gemäß Artikel 71 der Verfassung gleichzeitig mit der Enthebung der jetzigen Bundesregierung diese mit der Fortführung der Amtsgeschäfte betrauen. Es klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eine grundvernünftige Vorgangsweise. Und Herrn Vizekanzler Hartwig Löger werde ich im Rahmen dieses Vorgangs mit der Fortführung der Verwaltung des Bundeskanzleramts
und mit dem Vorsitz in der einstweiligen Bundesregierung betrauen. Meine Damen und Herren, das ist eine Art Provisorium, bis wir in wenigen Tagen eine Lösung gefunden haben werden, die bis zu den Neuwahlen im September dieses Jahres trägt. Wie geht es nun weiter? Zum Wohle unserer Republik gilt es, eine stabile, tragfähige Situation herzustellen. Und selbstverständlich werde ich darauf schauen, dass die Suche nach einer neuen Bundesregierung einerseits so rasch wie möglich, aber andererseits so sorgfältig und umsichtig wie geboten erfolgt. Und ich werde nur einen Kanzler, eine Kanzlerin vorschlagen, die oder der mit der Unterstützung oder zumindest mit der Duldung im österreichischen Nationalrat rechnen kann. Das heißt, ich beabsichtige, eine breite Zustimmung sicherzustellen, bevor die Übergangsregierung eingesetzt wird, auch um weitere Misstrauensvoten, so wie heute nach der Einsetzung dieser Regierung, zu vermeiden. Ich appelliere daher auch in diesem Zusammenhang an die Parteien, an alle Parteien im Nationalrat, sich konstruktiv an dieser Entscheidungsfindung zu beteiligen. Es braucht einen gewissen Konsens in dieser Situation, um das Wohl unserer Republik weiterhin sicherzustellen. Und ich habe in diesem Sinn bereits heute Abend entsprechende Gespräche geführt, begonnen mit Gesprächen mit allen im Parlament vertretenen Fraktionen bzw. politischen Parteien zu führen und werde das auch weiterhin intensiv tun. Als dann, liebe Österreicher und Österreicherinnen, wie eingangs schon erwähnt, das ist kein alltäglicher, in Österreich schon gar nicht, ist kein alltäglicher Vorgang, was wir jetzt erleben, aber im Grunde genommen etwas Normales im Rahmen einer Demokratie durchaus Übliches und Mögliches. Und was mich dabei beruhigt, ich habe es schon einmal sinngemäß gesagt, was mich dabei beruhigt, wir haben unsere elegante österreichische Bundesverfassung, die uns durch diese Tage leitet, und auf die Bundesverfassung ist Verlass. Einen schönen guten Abend noch. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die erste Frage kommt von Herrn Dietelbacher vom ORF. Herr Bundespräsident, Ihre Gesprächspartner von heute Abend haben uns gesagt, dass Sie über konkrete Namen gesprochen hätten mit Ihnen. Haben Sie schon konkrete Vorstellungen über künftige Regierungsmitglieder, über den künftigen Kanzler, die künftige Kanzlerin? Und können Sie uns zumindest ein Profil von denen sagen? Werden das Altpolitiker sein, werden das Experten sein? Es ist der Sinn von vertraulichen Gesprächen, wie Sie sich vorstellen können, diese Namen eben genau nicht zu nennen. Selbstverständlich haben wir über Namen auch gesprochen, aber ich bitte um Geduld, bis wir ein Gesamtkonzept gefunden haben, von dem ich unter künftige Kanzler oder künftige Kanzlerin mit einiger Wahrscheinlichkeit rechnen kann, dass es nicht zu zukünftigen Misstrauensvoten führt. Das ist einmal vorläufig der Grundkonsens. Nächste Frage kommt von Herrn Haberhauer von der APA. Herr Präsident, nochmal zum Fahrplan. Kann man schon absehen, ob sich das diese Woche noch ausgehen wird, dass die neue Übergangsregierung dann steht, oder ist das noch unklar? Das ist meine Absicht. Ob es gelingt, bis zum Freitag das sozusagen diese Einigung zu finden, kann ich heute nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich hoffe, dass es nicht länger als eine Woche dauert. Ich sehe noch eine letzte Frage von Servus TV. Bitte schön. In den letzten Tagen immer wieder auf Stabilität plädiert. Sehen Sie Österreich jetzt weiter stabil und auch auf EU-Ebene bezogen? Bleibt Österreich in Brüssel weiterhin handlungsfähig? Das ist das Ziel der Bildung der neuen Übergangsregierung bis zum September. Sie haben recht, auch auf EU-Ebene stehen wichtige Entscheidungen an, nicht nur die Zusammensetzung jetzt, die sich nach den Wahlen ergebende Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, sondern eine Reihe weiterer Fragen. Und diese Anforderungen in den kommenden Monaten sollte auch die neue Bundesregierung bestmöglich erfüllen. Ich danke herzlich für den Besuch und wünsche noch einen schönen Abend. Die Stellungnahme des Bundespräsidenten an diesem wirklich geschichtsträchtigen Tag mit ersten Fragen und Antworten auch. Und ich gebe zurück ins Studio. Danke, Fritz Dietelbacher.